Herzlich willkommen bei Kraftbaum, dem Podcast, der dich auf deinem Weg zu tiefer Naturverbundenheit und deiner inneren wahren Natur begleitet. Ich bin Sandra Schilling und in der heutigen Folge widmen wir uns ganz und gar den Wildpflanzen. Wie gelingt es uns, Wildpflanzen mehr und mehr in unseren Speiseplan mit einzubeziehen? Das heißt, was spricht überhaupt dafür, Wildpflanzen zu essen? Ja, Wildpflanzen sind wirklich einfach Superfood aus der Natur. Nur, wie können wir sie für uns auch so zubereiten, dass sie für uns purer Genuss sind? Dr. Christine Vollm ist eine Art Vermittlerin dieses alten Wissens und der modernen Wissenschaft, was die Wildpflanzen anbelangt. Und ich freue mich sehr, mit dir nun dieses wunderbare, sehr, sehr inspirierende Interview teilen zu dürfen. Wildpflanzen. Warum essen? Wie genießen? Die Gartenbauwissenschaftlerin, Botanikerin und Autorin Dr. Christine Vollm von Wild und Roh ernährt sich selbst vegan und vorwiegend von Rohkost und Wildpflanzen. Als Wildpflanzenliebhaberin hat sie bisher 4 Bücher zum Thema Ernährung veröffentlicht. Dr. Christine Vollm bietet Exkursionen, Seminare zu Wildpflanzen, Rohkost und Ernährungsberatung an. Als promovierte Botanikerin hat sie schon unzähligen Exkursionsteilnehmern die essbaren Wildpflanzen nahegebracht. Ihr geht es nicht nur darum, die Wildpflanzen aus gesundheitlichen Aspekten wegen ihrer Inhaltsstoffe in die Ernährung zu integrieren, sondern auch die kulinarischen Möglichkeiten wieder zu entdecken und bekannt zu machen. Ein herzliches Willkommen dir, liebe Christine. Hallo, grüß dich. Ich freue mich total, dass ich dabei sein darf und an diesem tollen Podcast mitwirken darf. Ja, ich freue mich auch. Das war ja eine sehr spontane Aktion und hat einfach gleich auf Anhieb geklappt. Herzlich willkommen noch einmal. Jetzt, Christina, magst du gleich noch etwas ergänzen? Wer ist Christine Vollm? Was macht dich aus? Wie nimmst du dich selbst wahr? Du hast, glaube ich, fast alles schon erzählt. Aber die Frage, wie nehme ich mich selbst wahr, das ist tatsächlich eine ganz gute Frage. Und ich würde sagen, ich ordne mein Tun ein, so zwischen altem Wissen und moderner Wissenschaft, die sich immer mit Pflanzen beschäftigt, aber immer für die Menschen da ist. Also Wild und Roh ist ja die Zusammenfassung von Ernährung mit Wildpflanzen und Rohkost, beinhaltet aber eigentlich viel mehr, weil ich mich ja zum einen komplett der Pflanze widme und zum anderen auch komplett versuche, Menschen zu verstehen, ihr Anliegen zu verstehen, ihre Bedürfnisse zu verstehen und sie quasi in Verbindung mit den Pflanzen zu bringen. Und das kann auf unterschiedlichen Ebenen sein. Das kann sein, dass jemand irgendeinen Mangel spürt und wir versuchen herauszufinden, welche Wildpflanzen ihm in der Form von Essen helfen können. Und das kann aber auch so sein, dass jemand total den Bezug zu sich selber verloren hat und spürt, dass er sich wieder aufmachen muss, um eine natürliche Verbindung herzustellen zu Pflanzen unter anderem. Und ich glaube, meine Rolle ist da die Vermittlerrolle und die mehr die Botschafterin als die Lehrerin, sondern ich versuche einfach dieses Buch aufzuklappen und nehme die Menschen mit nach draußen, zeige ihnen die Möglichkeiten, die schon immer da sind und schon immer auch für uns da sind in der Natur und versuche sie zu begleiten in ihrem Finden und in ihrem Tun, so dass sie bestmöglich davon profitieren können. Wie kam es denn zu deinem Weg? Also du bist Gartenbauwissenschaftlerin, Botanikerin
Und hast dich dann so für das Thema der Wildpflanzen interessiert oder warst du erst Rohköstlerin und dachtest dann, ach okay, dann wäre es doch ganz schlau, mich da zu vertiefen und Botanik zu studieren? Ich weiß gar nicht, ob das funktioniert hätte. Ich glaube fast nicht. Also tatsächlich stehe ich heute mit über 50 da und wundere mich, wie sich alle Bausteine zusammengesetzt haben zu dem, was ich heute bin. Und teilweise frage ich mich auch, warum ich eigentlich nie gefragt worden bin, ob ich das auch möchte oder nicht, sondern warum sich alles so gefügt hat. Ja. Und ich bin schon in eine Gärtnerei hineingeboren. Meine Eltern waren beide Gärtner und oder sind beide Gärtner und ich bin da aufgewachsen, begleitet von zwei alten Damen. Das waren die Verpächterinnen dieser Gärtnerei. Und die hatten noch ganz viel altes Wissen und was die vor allem nicht kannten, war, dass man den Wert von Pflanzen so klassifiziert. Also für die hatte das kleine Unkraut auch immer eine Bedeutung, weil es eine alte Geschichte dazu gab oder weil sie über eine bestimmte Wirkung was wussten oder weil es einfach geschmeckt hat. Und dass man irgendwas so als wirklich schlechte Pflanze betrachtet, dass ich habe schon ganz oft versucht, da nochmal in mich reinzuhören, ob da irgendwo mal was war, wo es mal hieß, das ist aber eine schlechte Pflanze oder so, das kann mich nicht erinnern. Und später habe ich ja dann Gartenbauwissenschaften studiert und so, bin in dieser Gärtnerei groß geworden, habe sehr viel getestet, ausprobiert und so weiter, sehr zum Leidwesen meiner Eltern, die ein bisschen Angst um mich hatten, dass ich mir da vielleicht auch irgendwie mal was Giftiges einverleibe, ist aber nicht passiert. Und nach meinem Studium habe ich ja selber unterrichtet und habe unter anderem Pflanzenverwendung unterrichtet. Und meine erste Vorlesung war immer über den Rassismus in der Pflanzenverwendung, weil jede Epoche, jede Stilrichtung, jede Mode hat ihre Pflanzen, die man dann auch in den Gärten sieht und wo man dann auch sagen kann, aha, der Garten kommt aus den 70er Jahren, also finden wir rote Berberitzenhecken und Blautannen beispielsweise. Und ich habe nie so ganz verstanden, warum Pflanzen so missbraucht werden und in bestimmte Formen und Verwendungen gepresst werden. Weil für mich war es eigentlich immer so, dass wenn es gut aussieht und wenn es sich richtig anfühlt und wenn die Pflanze sich wohlfühlt, dass es dann richtig ist. Und das widerspricht ein bisschen dem gärtnerischen Gedanken, aber wenn wir heute gucken, was heute an gärtnerischer Planung und so Gestaltung draus gemacht wird, dann sehen wir zum Beispiel in England, dass gerade die gärtnerisch in Europa am weitesten vorne sind, eigentlich momentan zumindest fast nur mit Wildpflanzen arbeiten. Also was so den natürlichen Gartenbau anbelangt, meinst du? Oder nee, wie? Ich meine tatsächlich auch die gestalteten Gärten. Also nicht nur den Naturgarten, wo man einfach so ein bisschen lässt, wie er will, sondern tatsächlich auch im gestalteten Garten sind heute die Wildpflanzen angekommen und zählen eigentlich mit zur Königsdisziplin, diese zu verwenden. Weil das Ziel ist einfach, Landschaften abzubilden, Gärten zu schaffen, Atmosphäre zu schaffen, die an Natur erinnern. Je weniger Natur wir haben, je mehr hier immer wieder Fläche verschwindet und alles asphaltiert und betoniert wird, umso größer ist, glaube ich, die Sehnsucht auch wieder dieses Natürlichen auch im Garten dann. Und wie kamst du jetzt aber zu den Wildpflanzen auch für dich in der Ernährung? Genau, also wie gesagt, ich hatte alles um mich rum schon. Ich konnte auch die Pflanzen bestimmen. Das ist das Erste, was man im Studium lernt und habe selber unterrichtet. Und es hat aber noch ein paar Jahre gedauert, bis ich so krank war, dass ich tatsächlich als letzte Lösung für mich
die Ernährung mit Rohkost und Wildpflanzen gesehen habe. Ich hatte schon ganz früh Rheuma mit 17 oder so irgendwie. Also kann mich erinnern, da war ich noch mit meinen Eltern Skifahren. Da konnte ich mich nur einen halben Tag angenehm bewegen. Danach hatte ich Schmerzen in den Knien ohne Ende. Und das hat dann aber ein paar Jahre gedauert. Nee, damals war ich schon ein Jahr vegetarisch unterwegs und dann habe ich doch wieder Fleisch gegessen, auch weil ich dann auch Kinder bekommen habe und dann kriegt man halt gesagt, ja, die müssen ja auch gut ernährt werden und es ist immer so die Frage, ich war immer auf der Suche. Ich glaube, ich habe mit 13 zum ersten Mal ein Kräuterbuch gelesen, wo es um Kräuter in der Ernährung und um ihre Heilwirkung ging. Also, ach schon, das ist ja, früh also, eigentlich. Also natürlich kannte ich die ganzen Pflanzenbücher und alles, was bei uns so rumstand, keine Frage. Aber das war ein Buch von Maurice Mességuet, dem französischen Kräuterpapst, und ich hatte das Gefühl, das ist meins, ja. Das ist total das, was mir entspricht. Aber damals gab es gar keine Möglichkeit, irgendwie so eine Ausbildung oder irgendwas in der Richtung zu machen. Ja. Dann hatte ich jahrelang überlegt, ob ich nicht vielleicht Nase werden wollte, weil ich mich so gut orientieren kann mit meiner Nase und gerne in dieser Parfümindustrie gearbeitet hätte. Dafür gab es aber auch keine Ausbildung. Und dann letztendlich war eben das Thema der Gartenbauwissenschaften da. Und da gab es dann später auch Anbaufächer. Also da konnte ich dann zumindest auch Heil- und Gewürzpflanzenbau mal von der Technik her kennenlernen. Ja? Und die Pflanzen kennenlernen, unsere Wildpflanzen und so weiter. Und das war aber deutlich nach dem Studium, auch deutlich nach meiner Promotionszeit, da war ich schon über 30, als ich dann wirklich gesundheitliche Probleme gekriegt habe, die immer schlimmer geworden sind. Also ich musste nach jedem Essen, nach jeder Mahlzeit sofort hinliegen und habe einfach so das Gefühl gehabt, Mensch, ich vertrage das alles überhaupt nicht mehr. Und hatte dann auch eine ganz starke Anämie. Und die war gar nicht in den Griff zu kriegen. Und der Arzt hatte mir damals gesagt, ja, ich muss halt Eisentabletten nehmen und das wäre die Lösung. Und dann habe ich gefragt, wie lange? Und dann hat er mich ganz entsetzt angeguckt, wie wenn ich irgendwas nicht verstanden hätte. Er dachte halt wirklich, Eisentabletten jetzt bis an mein Lebensende. Und dann damals war ich schon vegan, habe auch schon auf Getreide verzichtet, weitestgehend. Und da habe ich dann gesagt, so, ich versuche es jetzt 3 Monate mit Rohkost und Wildpflanzen. Das hatte ich gehört, dass es total verrückte Leute gibt, die sowas machen. Und ich habe sie echt für verrückt gehalten. Aber es war halt meine letzte Schraube, an der ich drehen konnte. Und ich war immer davon überzeugt, also das war mir irgendwie Gott sei Dank mitgegeben, dass es von außen nicht wirklich eine Möglichkeit gibt. Also dass man mit Operationen, Medikamenten und so weiter immer auch Nebenwirkungen haben wird. Und das wollte ich nicht. Ich dachte, es kann nicht sein, ich bin jetzt noch keine 40 und ich soll mich hier komplett auf Medizin verlassen. Das war überhaupt nicht meine Denkweise. Es hat mir überhaupt nicht entsprochen. Und dann habe ich es eben probiert mit der Rohkost und den Wildpflanzen für 3 Monate. Und das hat halt super funktioniert. Und mir ging es so gut wie schon ewig nicht mehr. Ich hatte total Hunger auf Brennnesseln. Ich habe fast jeden Tag Brennnesseln gegessen. Und nach 3 Monaten waren meine Eisenspeicher voll. Und mir ging es, wie es mir in meinem ganzen Leben noch nicht gegangen ist. Und dann dachte ich, okay, dann kannst du ja jetzt auch wieder ein bisschen zurückrudern und kannst auch mal wieder normal essen. Und das hat eben nicht funktioniert. Dann waren sofort wieder die Müdigkeit oder auch allergische Reaktionen da. Und ich hatte 10 Jahre damals bis dahin Heuschnupfen gehabt. Ich konnte also im Frühjahr überhaupt nicht vor die Tür gehen. Und der ist nach 1,5 Jahren verschwunden.
Aber selbst da kann ich heute noch die Symptome wieder hervorrufen, einfach indem ich Dinge esse, die nicht auf meinen Speiseplan gehören. Also vegan ist es immer bei mir, das ist, steht gar nicht zur Diskussion. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel hergehe und wir sind hier im Schwäbischen, Brezel ist das Nahrungsmittel aller Schwaben von klein auf. Aber das ist für mich einfach ausgeschlossen. Mir läuft nach einem Bissen die Nase und irgendwann kriege ich keine Luft mehr. Also echt? So schnell geht das? Ja. Also ich könnte so, oder ich kann mittlerweile aus alternativen, also Pseudogetreidearten oder sowas, ne? Also meistens sagt man glutenfrei, aber das Gluten ist es gar nicht wirklich. Ich vertrage halt einfach weder Weizen noch Roggen noch Gerste noch sonst irgendwas. Wobei eine Zeit lang Dinkel noch gut war, aber seit der auch so viel genutzt wird, wird da natürlich auch züchterisch dran gearbeitet und es ist eigentlich nichts, was für mich in Frage kommt. Ich kriege auch sofort Darmprobleme, ernsthafte Darmprobleme. Und insofern, also ist mein Körper eher so gepolt, dass er sich aktiv wehrt gegen Dinge, die ihm nicht gut tun. Und ich, da ich so ein bisschen, ja, ich bin nicht hypochondrisch veranlagt, ich bin eher so hochsensibel veranlagt. Sobald da irgendwas nicht super gut läuft, gehen bei mir alle Alarmglocken an und ich denke mir, was muss ich weglassen, was fehlt mir gerade, wo muss ich wieder irgendwie Schwerpunkt drauflegen, und dann wird das auch sofort gemacht. Also ich kenne das aus der Ernährungsberatung, ich sage das noch kurz fertig, da kommen Menschen, die sagen, oh, ich habe so einen komischen Körper, der reagiert auf alles, und ich sage immer, ja, du hast es gut. Dein Körper sagt dir, was nicht in Ordnung ist. Und bei anderen kommt die Reaktion erst mit 65 und das ist vielleicht ein Schlaganfall oder Herzinfarkt oder so. Also du spürst dich sehr gut und kannst, ja, hörst auch darauf, kannst gut darauf reagieren. Also das ist das, was ich gelernt habe. Dass es nicht reicht zu spüren, sondern dass das auch eine Konsequenz erfordert, ja. Und wenn ich merke, ich werde hier jeden Tag müder, dann muss ich wieder eine Stunde rausgehen am Tag und laufen. Und wenn ich merke, meine Muskeln sind nicht mehr so fit, dann muss ich mehr Yoga machen. Oder ich finde, man tut sich am einfachsten, wenn man diese Dinge wahrnimmt und darauf reagiert. Und deine gesundheitliche Geschichte, die hat dich jetzt auch zu den sogenannten Verrückten gebracht, die sich mit Rohkost und Wildpflanzen ernähren. Und ich habe hier zwei Bücher von dir vor mir liegen, Rohköstliches Gesund durchs Leben mit veganer Rohkost und Wildpflanzen. Und das andere, Detox Baby, Entgiften mit Wildpflanzen und frischen Säften. Und ich denke, das Thema, das du angesprochen hast mit der Anämie, das ist ja weit bekannt. Also mir erzählen so viele Frauen, ja, nimm doch einfach mal eine Eiseninfusion. Das ist heute gang und gäbe. Und wenn das ja eine Lösung ist, dann ja, interessiert jetzt mich das brennend, Christine. Detox Baby, Entgiften mit Wildpflanzen. Detox, was heißt für dich überhaupt Detox? Und wieso Baby? Ja, genau. Also Detox ist für mich, also ich, sagen wir so, ich fand es ganz schön, als dieser Detox-Hype da aufkam, so ein bisschen aus Amerika natürlich auch, weil es einfach nicht mehr so dieses Gift beinhaltete. Entgiften hört sich immer gleich so streng an. Und ich wollte eigentlich zeigen, dass meine Methode, die ich so entwickelt habe, um eben auch Giftstoffe aus meinem Körper zu bringen, dass die eine ganz sanfte Methode ist. Und deshalb war dieses Entgiften immer so ein schwieriges Wort jetzt. Und Baby hat zwei Aspekte. Einmal, wenn du zu jemand sagst, so, jetzt krieg mal deinen Hintern hoch, Baby.
Und die andere Seite ist natürlich, wie gehe ich mit mir um? Und bei meiner Detox-Kur ist es einfach so, dass wir total sanft mit uns umgehen. Da gibt's kein Glaubersalz, kein Bittersalz, da gibt's keine Einläufe, da gibt's einfach nichts, was den Körper zu irgendetwas zwingt, sondern wir schaffen Möglichkeiten für den Körper und für die Entgiftungsorgane, weil wir haben total wunderbare, gut funktionierende Entgiftungsorgane. Wenn man alleine nur die Haut anschaut, ja, was die alles ausscheiden kann, und das hat schon jeder mal gefühlt und schon jeder mal gerochen, was die Haut nach außen bringen kann, ja. Oder die Tatsache, dass wir mit jedem Ausatmen auch Giftstoffe ausatmen, ne, in Gas. Form. Oder dass unsere Leber und Nieren jeden Tag viele, viele, viele Liter Blut reinigen. Das ist eigentlich eine Maschinerie, die ist so wundervoll, dass ich mich gefragt habe, wieso behandeln wir die jetzt auch noch extra schlecht mit irgendwelchen Glaubersalzen, die einen wirklich eher vergiften. Also ich habe mir damit, ich habe früher auch ganz normal Heilfasten gemacht mit Glaubersalzen, Einläufen und so weiter. Aber ich habe mir damit wirklich den Darm ruiniert. Und für mich war es dann wichtig, als ich auf die Rohkost umgestellt hatte, dass ich eben sowas nicht mehr mache. Und mein Körper hat auch gleich gesagt, nee, das ist Fasterei, das mache ich nicht mehr mit. Also für dich sollte wirklich die Umstellung zu einer möglichst natürlichen Ernährung auch möglichst natürlich vonstatten gehen. Absolut. Und vor allem, es soll sich immer gut anfühlen. Mhm. Und das ist das, was ich eigentlich am meisten vermitteln möchte. Dass es muss sich immer leicht und gut anfühlen, wenn du irgendetwas tust für dich. Vielleicht können wir sagen, okay, Sport muss manchmal anstrengend sein, ja. Aber wie wir heute aus den Untersuchungen alle wissen, man muss nicht joggen, man kann auch einfach etwas schnelleren Schrittes durch den Wald laufen und dabei noch singen. Dann hat man wirklich was Gutes für sich getan, ja. Und das ist so, deshalb auch dieses Baby, was einfach auch zeigen soll, wir müssen uns alle gar nicht schinden. Wir müssen einfach zu unserer natürlichen Lebensweise zurückkehren, die im Grunde wirklich auch ganz viel Spaß beinhaltet. Also wenn man sich mal überlegt, wie viel haben die Menschen, die sich früher eben nur von Pflanzen ernährt haben, lange bevor sie angefangen haben zu jagen und Fleisch zu essen, wie haben die gelebt? Dann geht man davon aus, dass die ähnlich gelebt haben, vielleicht wie so Affen. Und dass sie einfach in Gemeinschaften durch die Welt gezogen sind und dort gegessen haben, wo es was Leckeres gab. Und dass sie vielleicht 4 Stunden etwa mit dem Konsumieren von Nahrung, weil es war ja auch von der Hand in den Mund, beschäftigt waren. Und den Rest der Zeit hat man mit Spielen, Herumtollen, vielleicht auch sich ein bisschen im Kräftemessen üben. Die Zeit hat man damit verbracht, ne? Und du sagst jetzt, es soll alles möglichst leicht gehen. Ich überlege mir jetzt gleich so, Gewohnheiten loszulassen, das ist ja etwas, das uns gar nicht leicht fällt. Und so eine Umstellung heißt ja, Gewohnheiten loslassen, sich auf Neues einzulassen. Wie gelingt uns dies am besten? Was hast du da für einen Tipp? Ich mache mal an dem Beispiel Wildpflanzen sammeln fest. Weil dafür muss man sich ja eigentlich aufraffen. Dafür muss man sagen, auch bei schlechtem Wetter, ich gehe jetzt raus und suche mir irgendwas, was vielleicht zu meiner Gesundheit beitragen könnte. Und jetzt sitzt du zu Hause und hast da so die Auswahl zwischen Spaghetti und Tomatensauce. Oder du hast vielleicht alternative Spaghetti aus Zucchini gemacht und eine Rohkost-Tomatensauce und denkst jetzt, was könnte mir jetzt vom Geschmack her noch fehlen?
Und für mich ist der Punkt der, wenn ich ein paar Tage keine Wildpflanzen hatte, sei es, dass ich irgendwo unterwegs war oder es mir einfach zeitlich nicht gereicht hat, dann habe ich so große Sehnsucht danach, weil ich eigentlich erst richtig satt bin und mich erst richtig genährt fühle und weil auch der Geschmack für mich absolut nicht ausreichend ist ohne Wildpflanzen. Und jetzt kann man sagen, okay, ich habe das ja jetzt auch schon 15 Jahre trainiert, sozusagen. Mhm. Ja. Aber jetzt müssten wir wieder zurückgehen und überlegen, was wäre unsere normale Entwicklung? Unsere normale Entwicklung wäre, dass du gestillt wirst von der Mutter, die natürlich auch Wildpflanzen gegessen hat, du daher auch schon Inhaltsstoffe mitbekommst und auch bestimmte Geschmacksrichtungen. Und später wirst du größer und die gibt dir irgendeinen Früchte-Kräuterbrei, den sie vorgekaut hat in den Mund. Also so muss man sich das vorstellen. Und so kann man das heute auch noch bei Affen beispielsweise beobachten. Und irgendwann hast du diese Geschmäcker und die Sammelorte und was weiß ich was alles verinnerlicht. Ja? Und dieser ganze Prozess, der fehlt uns heute einfach. Das heißt aber nicht, dass wir ihn nicht nachlernen können und dass wir diese Sehnsucht zu Wildpflanzen nicht entwickeln könnten. Ich sehe das so schön im Jahreskurs, wo ich jeden Monat einen Tag mit den Teilnehmern verbringe, wie sich plötzlich dieser Wunsch, eine Mahlzeit mit Wildpflanzen zu kombinieren, verstärkt. Und irgendwann kommst du an den Punkt, da ist dir diese Mahlzeit nicht genug. Und jetzt musst du mal überlegen, wie viel Aufwand betreiben wir, wenn uns zum Beispiel Wein oder Bier schmeckt, um da abends noch für Gäste meinetwegen auch was einzukaufen. Oder wie viel Aufwand betreiben wir, um an Schokolade zu kommen? Oder wie viel Aufwand betreibt man, um an ein gutes Steak zu kommen? Auch das mal als Beispiel. Also das ist schon auch ein Aufwand, nur der erscheint uns normal, weil wir anders sozialisiert worden sind. Aber wenn du irgendwann an den Punkt kommst, wo du sagst, was mir jetzt eigentlich zu diesem Karottensalat fehlt, ist das Labkraut, weil das macht erst den Geschmack richtig aus und das, da schmecke ich mit jeder Gabel, dass ich damit auch versorgt werde. Wenn du an dem Punkt bist, dann ist es nicht mehr dieses, ich muss mich überwinden, sondern dann ist es, dir deinen Luxus zu besorgen, sozusagen. Und weißt du, wir überwinden uns für alles. Wir überwinden uns, um uns in Züge oder Flugzeuge zu setzen, um den Ort zu wechseln, weil es da vielleicht schön ist, ja? Ja, das stimmt schon. Und ich denke, und der Geschmack ist ja das eine, aber eben, wenn man dann noch spürt, dass der Körper so positiv reagiert, dass es einem wirklich besser geht, nicht nur körperlich, sondern vielleicht eben auch seelisch, dass man mehr Energie hat. Auch ja, es ist auch nicht nur die Energie, weil wenn du das Seelische ansprichst, also was für mich ein Punkt war, über den spreche ich meistens nicht so oft, weil der oft nicht so vordergründig fassbar ist. Menschen mit Depressionen gehen nicht raus und sagen, hallo, ich habe eine Depression. Wenn du irgendwo auf dem Marktplatz stehst und blutest, kannst du sicher sein, da kommt sofort einer und gibt dir ein Pflaster. Ja, aber nicht, wenn du sagst, mir geht schlecht. Ja, und wir haben keine richtige Kommunikationskultur dazu. Und das war auch was, was mich über Jahre wirklich gequält hat, vor allem im Winter oder Ausgangswinter, wie wir es jetzt gerade haben. Wenn dir schon seit Monaten das Sonnenlicht fehlt und du eben nicht dieselbe Obst- und Gemüsequalität hast wie den Rest des Jahres und Wildpflanzen habe ich damals noch keine gegessen, dann, also so März, April war für mich immer besonders schlimm auch. Und ja, ich kann nur sagen, mittlerweile ist es Gott sei Dank seit vielen Jahren vorbei. Aber das war eine Begleiterscheinung, die kam durch das Wildpflanzenessen. Und ich habe auch erst nach Jahren, ähnlich wie beim Heuschnupfen, erst nach einer langen Zeit gemerkt, okay, jetzt ist es plötzlich vorbei. Es muss einen Zusammenhang geben. Ne? Und dann habe ich geforscht, also mein zweites Ich forscht ja gerne.
und ist der Wissenschaft sehr zugetan. Und ich habe versucht herauszufinden, welche Inhaltsstoffe sind denn wirklich auch hilfreich bei Depressionen beispielsweise. Und das sind unter anderem hauptsächlich die Bitterstoffe. Und dann hat mich auch nicht mehr gewundert, warum ich und manche andere, die mit mir auf Exkursion gehen, den Löwenzahn halt nicht als bitter empfinden, sondern als ausgesprochen wohlschmeckend. Ja, weil wir das eben brauchen. Ja. Deshalb mögen Kinder auch nichts Bitteres. Kinder haben meistens noch kein so ein Defizit in ihren Transmittern, ja. Aber ab einem gewissen Alter fängt es an und wenn man sensibel ist und die Kinder auch kennt, dann sieht man schon deutlich, dass man in ihrer Ernährung auch sehen kann, wie sie seelisch, körperlich und so weiter beschaffen sind. Das sehe ich auch bei meinen Exkursionen, ja. Also ich am Ende dieser 2,5 Stunden, die wir üblicherweise bei kleinen Exkursionen machen, kann ich dir sagen, wer welche Krankheit haben könnte. Und ich liege damit meistens nicht falsch. Okay. Wow. Da bist du. Weil du siehst es am Geschmack, ne? Also unser Geschmack ist ja, der ist ja nicht erfunden worden, um nachher damit in 4-Sterne-Restaurants gehen zu können oder so. Mir kam eben erst in den Sinn, bei uns in der Schweiz sagt man manchmal, das hast du jetzt aber bitter nötig. Ja, sagt man hier auch. Mhm. Also das ist auch keine neue Idee. Also die alten Ärzte, Hildegard von Bingen, die hat auch eine Sprache gehabt, die uns da viel Hinweis geben konnte. Und die konnte das alles nicht wissenschaftlich belegen. Ja. Und wir haben natürlich heute auch viel zu wenig wissenschaftliche Untersuchungen dazu. Also ich sage immer, ich könnte 2 Institute mit Forschern beschäftigen. So viel Fragestellung hätte ich. Aber wer will die Wildpflanzen untersuchen? Ja, wobei das Thema kommt ja schon mehr und mehr wieder. Also es gewinnt mehr und mehr an Aktualität, meiner. Absolut, aber es bietet keinen Markt. Ja. Weißt du? Ja, du musst nachher rausgehen und jeder für sich muss die frische Wildpflanze so frisch wie möglich sammeln und essen. Ja, ja? Es steht kein Profit dahinter. Man kann da kein Geschäft damit machen. Das ist ja schon mal. Das ist die eine Sichtweise. Aber die andere Seite der Medaille, und das finde ich besonders schön, heißt auch, Wildpflanzen stehen jedem überall und kostenlos zur Verfügung. Ja, ist einfach wunderbar. Aber ich meine, also das Interesse von Forschern oder Geschäftsleuten ist gar nicht so groß, wenn man da, ja. Also es müsste quasi jemand sein, der sagt, aus Menschenliebe und weil ich das Geld übrig habe, baue ich dir jetzt so ein Institut dahin, ja. Aber man wird nicht erwarten können, dass es jetzt einen neuen Industriezweig gibt, weil die definitiv keine Einnahmen damit haben. Genau, ja. Das meine ich damit. Genau, das wollte ich eigentlich sagen, ja. Jetzt, wenn sich jemand auf diesen Weg machen möchte und sagt jetzt, ach ja, cool, das möchte ich auch mal versuchen. Wie geht man da am besten vor? Ich meine, da gibt's ja schon Wildpflanzen, die ja einem speziell unterstützen in der Entgiftung. Aber wie komme ich überhaupt zu diesem Wissen? Wie beginne ich so eine Ernährungsumstellung? Ich glaube, zum Ersten ist es wichtig, mal diese Entscheidung im Kopf zu treffen, ne? Und zu sagen, übernehme ich jetzt mal selber Verantwortung für meine Ernährung und für meinen körperlichen und geistigen Zustand oder suche ich weiterhin die Lösung in der kleinen grünen Pille oder so, wie auch immer. Ne? Also die steht jetzt symbolisch für alles Mögliche. Und ich denke, wenn man jetzt anfangen will, also zum Wildpflanzen sammeln, sollte man unbedingt eine Exkursion mitgemacht haben. Oder vielleicht auch in jeder Jahreszeit. Und ich sehe es auch, die Menschen, die zum Beispiel zu mir zum Jahreskurs kommen, die fangen nicht unbedingt alle bei Null an. Die waren teilweise schon an der einen oder anderen Exkursion dabei. Also es ist natürlich ein Weg, der gegangen werden will. Und man fängt vielleicht mit 5 Pflanzen an, die man kennt. Sagen wir mal jetzt im Frühjahr vielleicht das Gänseblümchen und den Löwenzahn und vielleicht Lindenblätter dann. Und wie viel haben wir? 3 Brennnesseln kennen auch noch viele und vielleicht kennt auch noch jemand das Veilchen. So,
als Beispiel, ne? Oder die Walderdbeere oder die Haselnuss oder so. Und dann startet man und versucht, möglichst viel mit dazu zu lernen. Und ich kann nur für mich sprechen, dieses Lernen hört nie auf. Dazu haben wir einfach zu viele Pflanzen. Mhm. Also selbst wenn ich jetzt hier rausgehe, dann kann ich jede Pflanze mit Namen ansprechen. Aber sobald sich mein Gebiet ändert oder sobald ich eben jetzt nicht nur Kräuter, Bäume, Sträucher und so weiter angucke, sondern beispielsweise Moose, muss auch ich als Botanikerin immer wieder von vorne anfangen, immer wieder die Bestimmungsbücher haben und immer wieder recherchieren. Also dieses Wissen hört nicht auf. Ich vergleiche es gerne mit dem Yoga. Beim guten Yoga-Unterricht kann eigentlich jeder mitmachen. Der absolute Anfänger, der kriegt dann halt Hilfsmittel und macht die Übungen ganz einfach. Und da kann auch der Yoga-Lehrer mitmachen, der kann noch an der Spannkraft des kleinen Fingers arbeiten. Da hat er auch noch genug zu tun. Und insofern, es ist mehr die Entscheidung und das sich vornehmen, sich auf die Pflanzen einzulassen. Ich glaube, das geht am leichtesten, wenn man wirklich eins zu eins mal mit auf Exkursion geht und dann da weiterarbeitet, mit Büchern auch, und im Internet gibt es auch Möglichkeiten mittlerweile, wobei ich da immer noch ein bisschen vorsichtig bin, weil da gibt's halt auch genauso viel falsche wie richtige Bilder dann. Ja. Und insofern würde ich jetzt nicht jemandem empfehlen, ach, da findest du genug Hinweise im Internet, sondern man muss tatsächlich Kontakt aufnehmen zu den Pflanzen und man muss dieser Pflanze eins zu eins gegenüberstehen, gucken, wie sie wächst, wie ihre Blätter beschaffen sind, was an ihr wie schmeckt. Und vor allem muss man ja auch die Pflanzen kennenlernen, die giftig sind und die man verwechseln könnte. Aber ich meine, Kräuterkurse, die gibt's heute an so vielen Orten, oder Kräuterwanderungen, Wildpflanzenwanderungen. Ich glaube, da findet ein jeder, der möchte, eine Möglichkeit dazu. Und das andere, was ich denke, ist, vielleicht ist es auch ganz sinnvoll, wenn man sich erstmal einfach den ersten Schritt vornimmt und nicht gleich schon sieht, oh, da muss ich nachher mit einem Botanikbuch durch die Welt marschieren, mhm, und muss mich da Jahre und Jahre in diese Thematik vertiefen. Mhm. Ein Anfang ist es schon, und wenn du nur die drei Pflanzen, die du vielleicht von Kindsbeinen an schon kennst, vor deiner Haustür sammelst. Absolut. Das ist absolut der erste Schritt, oder? Und das Interessante ist ja wirklich, dass vor jeder Haustür was wächst. Oh ja. Das finde ich immer so erstaunlich, dass wir eigentlich erstmal mit dem Wahrnehmen anfangen müssen. Also, das ist so. Sehe ich die Pflanze überhaupt? Nehme ich überhaupt wahr, was da passiert? Bestes Beispiel, die Vogelmiere, die eigentlich eine gut zu erkennende, überall vorkommende Pflanze ist, die kennen die wenigsten. Einfach, weil sie nicht durch irgendwas auf sich aufmerksam macht. Ne? Also die sticht jetzt nicht wie die Brennnessel, sie duftet nicht wie das Veilchen und sie hat auch keine großen gelben Blüten wie der Löwenzahn. Sondern sie wächst ganz bescheiden und überall, und die kann man aber nahezu überall antreffen. Überall, wo ein bisschen offene Erde ist, dann siedelt sie sich gleich an, weil sie ihre Samen auch durch die Vögel verbreitet werden. Und wenn man das mal kennt, das vergisst man nicht wieder, das kann man sich gut einprägen, diese Merkmale. Und dann geht man los, die Vogelmeere zu sammeln. Und dann lernt man die nächste Pflanze dazu. Und man kann, glaube ich, relativ schnell auf 10 Pflanzen kommen. Und in meine liebsten Wildpflanzen rohköstlich habe ich 40 verschiedene Arten beschrieben, die wirklich nahezu überall zu finden sind und gut zu erkennen sind. Und damit kann man einfach mal starten. Ja,
Sicherlich. Und ich finde, Vogelmiere ist ein ganz schönes Beispiel, um da vielleicht auch die Hemmschwelle etwas zu nehmen. Wenn ihr jetzt denkt, okay, oh, ich kenne nur das Gänseblümchen und den Löwenzahn, aber Vogelmiere ist so eine Pflanze, so viele Menschen haben die im Garten, jäten die und schmeißen die ja auf den Kompost und wissen gar nicht, welche wertvolle Pflanze sie da eigentlich eben im Garten pflegen. Genauso mit Giersch zum Beispiel. Und wenn man diese Pflanzen einmal gesehen hat, dann sieht man sie auf einmal überall, genau, wo man sie vorher gar nie geachtet hat. Genau. Und deshalb ist es ganz oft erstmal wichtig, die Wahrnehmung zu schulen und diese Pflanze wirklich als Lebewesen wahrzunehmen. Und das ist das, was wir auf Exkursion auch vornehmlich machen. Klar beschäftigen wir uns auch mit Inhaltsstoffen. Das ist ganz klar, wenn ich was schmecke, schmecke ich auch gleich Inhaltsstoffe, ja. Aber ich muss ja nicht alle Heilwirkungen und Methoden und sowas kennen, um sie zu essen. Das ist ja gar nicht Voraussetzung, ja. Genau. Ich muss ja vor allem mal zwei Dinge klären. Ist sie gesund oder giftig? Und wenn ja, essbar, dann wie schmeckt sie? Brauche ich sie? Was sagt der Geschmack? Brauche ich sie oder lasse ich die lieber weg? Und das ist das, was wir als erstes üben, die Wahrnehmung und das Geschmackstraining. Und ich persönlich glaube auch ganz fest daran, dass dieses Wildpflanzenwissen auch irgendwie einfach noch ganz tief in uns schlummert und das gar nicht so anstrengend ist, uns dieses wieder hervorzuholen, sondern dass das wirklich auf eine natürliche Art und Weise auch ganz einfach wieder kommen kann. Also, wo ich das auf jeden Fall bestätigen kann, ist, was den Geschmack betrifft. Also, und das sehe ich zum Beispiel gerade auch an Jugendlichen. Jugendliche, die im Grunde eigentlich erstmal alles doof finden, was man ihnen vor die Nase setzt, sozusagen. Aber über den Geschmack kriegt man sie eigentlich alle. Und wichtig ist jetzt eben an der Stelle nicht zu sagen, ist das ist gesund, sondern Möglichkeiten anzubieten und zu sagen, probier das. Und es gibt die Pflanze oder die Pflanzen, die auch Jugendliche ansprechen, wo die einfach sagen, da ist was dahinter. Das ist das, was mir gefehlt hat. Ich habe Sonntag eine ganz interessante Fernsehsendung gesehen. Und zwar war es ein Profikoch, der die nordische Küche, in der sehr viel mit Wildpflanzen gekocht wird, probiert hat und der rausfinden sollte, was in diesem Gericht drin ist. Er hat sie unglaublich schwer getan und er konnte es überhaupt nicht für die Wildpflanzen. Was aber das Verrückteste daran war, das ist wirklich ein wunderbarer Koch, der einen totalen Geschmackssinn hat. Und er hat gesagt, es war das Beste, was er in seinem ganzen Leben gegessen hat. Obwohl er nicht eine Wildpflanze identifizieren konnte. Und was war's? Es waren viele verschiedene. Also es war Sauerampfer drin und es war, ich weiß gar nicht mehr, was alles. Also wirklich bestimmt 15 verschiedene, ja. Ich glaube sogar den Sauerampfer hat er, glaube ich, sogar geschmeckt. Und dann waren aber auch noch Grünkohl und Petersilie in unterschiedlichen Auszügen. Und mich hat einfach so fasziniert, dass jemand, der professionell kocht und der professionell schmecken kann, dass der zu dem Ergebnis kommt, dass das Beste ist, was er je gegessen hat, obwohl er in diesem Fall es nicht mehr zuordnen konnte, wo der Geschmack herkam. Ja, das ist schon erstaunlich. Und das ist das, was ich immer wieder als Erfahrung mache. Und deshalb sage ich auch immer wieder, es ist super wichtig, dass das, was wir zubereiten aus den Wildpflanzen, dass das auch schmeckt. Das muss nicht jedem schmecken, weil wir alle haben ja unterschiedliche Bedürfnisse, aber es muss demjenigen schmecken, der es braucht, ja. Und manche Dinge sind von der Kombination her so schwierig, dass es einfach nicht funktioniert für die wenigsten Menschen. Und
deshalb ist auch diese Kombination von Wildpflanzen mit Obst, Gemüse, Pilzen, Nüssen und so weiter eigentlich wirklich auch ein Handwerk, was man erlernen kann, ja. Aber dazu muss ich wissen, wie sie heißen, wo ich sie finde, wie sie schmecken. Also man kann wirklich von der Hand in den Mund bis zur Superspitzengastronomie, Weltspitzengastronomie mit Wildpflanzen arbeiten und sie essen. Das ist ja auch das Schöne, also diese Vielfalt. Und da findet jeden seinen Platz, wo er mag. Und was wir jetzt nicht angesprochen haben, das finde ich auch sehr erwähnenswert, nebst dem Kochen, nebst dem Geschmacklichen, ist einfach auch dieses Erlebnis in der Natur während des Wildpflanzensammelns. Also diese Erholung, die man dabei schon hat an der frischen Luft, die Bewegung, das bringt ja auch so vieles mit sich. Absolut. Und auch da ist man mittlerweile ja ein bisschen weiter, dass man auch schon weiß, dass Pflanzen auf uns wirken, ohne dass wir sie pflücken, essen oder anderweitig zu uns nehmen. Also diese Terpene zum Beispiel, die von Bäumen abgesondert werden, die tragen ganz entscheidend dazu bei, dass wir uns wohler fühlen, dass wir uns abregen, sage ich mal, dass wir zu uns kommen, dass wir Entspannung erfahren, ja. Und so gibt es das natürlich auch mit Kräutern und es macht einen Unterschied, ob ich jetzt über einen Thymianrasen laufe oder ob mich bestimmte Grasarten mit ihrem Duft ansprechen. Das wirkt alles auf mich und das ist was, was wir vergessen haben in unserer kleinen praktischen Welt, die wir uns so eingerichtet haben mit unseren Tupperdosen und den leckeren Gummibärchen. Genau. Ja, eben wenn ich jetzt einfach den Supermarkt gegenüber dem Wald stelle, dann ist, glaube ich, für alle klar, dass ein Wald viel mehr Erholung bringt, als wenn ich da in überfüllten Supermarkt gehe und Schlange stehe an der Kasse. Ja, und das bringt es ja einfach noch so nebenbei mit sich. Genau, und dann haben wir ja als Hauptargument, diese Wildpflanzen zu essen, ja auch noch die Inhaltsstoffe, die wir da wirklich in großer Menge kriegen und oft in 10-facher, 20-facher, 100-facher Menge, wie wir es in Obst und Gemüse kriegen können. Und das ist natürlich das, wovon wir eigentlich auch leben könnten. Und wir bräuchten deutlich weniger. Also wenn man sich überlegt, dass zum Beispiel ein Blatt Gänsefingerkraut so viel Vitamin C hat wie 40 Blätter, also jetzt in Gramm gesprochen, Endiviensalat, dann wird einem klar, dass wir auch gar nicht diese Mengen alle produzieren müssen. Ja, ja. Also ich will gar nicht gegen den Endiviensalat reden, weil ich mag den auch. Also der ist ja kulinarisch auch durchaus interessant. Aber wir würden mit deutlich weniger auskommen. Also wir brauchen gar nicht so viel. Eben, und wenn man das kombinieren kann, Endiviensalat mit Wildpflanzen, dann hat man beispielsweise, da genau. Genau, was ganz Schönes. Aber weißt du, also das ist so eine Kombination, Da muss man schon wieder diesen Schritt gehen. Ne? Da muss man sagen, okay, ich will gesund sein, deshalb mache ich das. Wenn du zum Beispiel mein Mousse au Chocolat isst mit Lindenblättern, dann sagst du einfach, ja, ich mag Mousse au Chocolat essen. Dass da auch noch jede Menge Lindenblätter drin sind, das erschließt sich dir gar nicht. Und deshalb sage ich auch immer, es ist auch für Kinder kein Thema. Weil die werden dich nicht fragen, ist es roh, ist es vegan, ist es, woraus besteht es? Für die zählt einfach, es schmeckt. Genau, ja. Aber für das braucht es vielleicht schon eine gewisse Zeit, damit einfach zu experimentieren. Oder? Bis man diese geschmacklichen Kombinationen auch für sich entdeckt hat. Nee, gar nicht. Denkst also du das nicht? So, nee, jetzt war, also am Anfang, also vor 10 Jahren hätte ich auch gesagt, ja, klar braucht es Zeit und so. Aber ich habe mittlerweile so viel verrückte Dinge erlebt. Unter anderem hat mal jemand eine neue Freundin, also die hatte er noch
glaube ich, dreimal gesehen oder sowas, mitgebracht auf eine viertägige Rohkost-Wildpflanzen-Veranstaltung in den Bergen von mir. Und dann dachte ich, oh Gott, die arme Frau, die hat ja noch nie irgendwie sowas gegessen. Aber da es mir wirklich wichtig ist, dass die Dinge einfach schmecken, und klar ist die Pizza dann rohköstlich, aber sie schmeckt halt einfach super lecker und die Mousse Schokolade schmeckt halt einfach wie Mousse Schokolade. Und dann zählt es nicht da, was da sonst noch drin ist. Und ich glaube, da müssen wir hinkommen, ne? Dass in unseren Riegeln Wildpflanzen sind, dass in unseren Säften Wildpflanzen sind, dass in unserem Salat und unserer Suppe, dass da überall irgendwie einfach was drin ist, sodass wir gut versorgt sind, dass wir diese Regale in den Drogeriemärkten, die immer länger werden, mit Nahrungsergänzungsmitteln einfach nicht mehr brauchen. Weil da, ja, weil wir es einfach beiläufig mit unserer Ernährung sowieso zu uns nehmen und weil uns die Mousse au Chocolat ohne die Lindenblätter schon gar nicht mehr so gut schmeckt wie mit. Weil wir einfach das Gefühl haben, da fehlt was. Ja? Und interessanterweise gibst du 300 Euro aus, also was weiß ich, 330 Franken oder sowas für ein Abendessen, dann kriegst du durchaus ein Wildpflanzenmenü serviert. Und das ist das, was mich immer wieder erstaunt, dass du bei den Basics die Wildpflanzen dabei hast, dass du sie aber auch in der ganz tollen, modernsten Gastronomie dabei hast. Ja. Und dass zwischendrin leider riesige Lücken sind. Aber die füllen wir jetzt. Die füllen wir jetzt, genau. Die füllen wir jetzt. Ja, Christine, also du machst echt Mut, mich da auch noch mehr und mehr mit den Pflanzen, Wildpflanzen zu befassen. Also bei mir gehören die schon in die Küche. Aber ich glaube, das darf noch viel, viel mehr werden. Und ich hatte wirklich auch immer im Kopf, ja, es braucht halt seine Zeit und gewisse Kombinationen schmecken dann vielleicht nicht. Aber ich glaube, ich brauche da mehr Mut zu haben, einfach ja, mich zu wagen. Also wir machen ja auch diese Kochkurse, wo alles roh ist und alles mit Wildpflanzen. Und da kommen aber jetzt nicht irgendwie die 100% Rohköstler, sondern da kommen auch ganz normale Menschen, die sagen, ich war schon beim Fermentationskurs oder ich war schon beim Käsekurs oder sowas, jetzt mache ich einfach dieses Rohkostmenü mal mit. Und die sind einfach hinterher davon überzeugt, dass sie einfach was kulinarisch Interessantes gegessen haben. Und weißt du, es ist ja auch so, wir versuchen immer irgendwie Politik zu machen. Wir versuchen immer irgendwie auch Menschen dazu zu bewegen, sich vielleicht vegetarisch oder vegan zu ernähren. Ich glaube, es muss über den Geschmack funktionieren. Und dann bist du auch bereit, den Aufwand zu betreiben, rauszugehen. Also überleg mal, wie viel Aufwand wird betrieben, damit die Menschen, die rauchen, ihre Zigaretten bei sich haben. Oh ja. Ja. Und da fragt aber komischerweise keiner, ja, ist dir das nicht so anstrengend, da nachts um 12 nochmal rauszugehen? Ja, das stimmt schon. Also es ist die Frage, wie groß ist meine Sehnsucht? Ne? Ja, also lass uns auf den Geschmack kommen, auf den Geschmack der Wildpflanzen. Christine, ein riesiges Dankeschön für dieses wundervolle Gespräch, für all diese inspirierenden Einblicke, die du uns da gegeben hast. Also mir hat es echt ganz viel Mut gemacht, mich da mehr und mehr noch damit zu befassen. Und ich werde morgen bestimmt mehr und mehr Wildpflanzen auf meinem Teller haben. Da bin ich mir sicher. Ja, ich danke dir für deine tollen Fragen. Und es sind tatsächlich genau diese Fragen, die mich jeden Tag dazu motivieren, weiterzumachen und mir neue Dinge zu überlegen. Wie kann ich es noch besser transportieren und wie kann ich ja einfach mehr Menschen für diese Wildpflanzen gewinnen? Also ich hätte noch ganz viele Fragen. Jetzt würde ich dann ganz konkret wissen wollen, welche Pflanzen helfen wir beim Entgiften? Aber
das lassen wir jetzt beiseite, vielleicht ein nächstes Mal. Und ansonsten gibt's ja deine sehr wertvollen Bücher, deinen Blog, den ich übrigens auch sehr empfehlen kann, Tine Taufrisch. Dann hast du auch einen Podcast, V-Mail für dich. Genau. Mhm. Und deine Webseite, ja, und das alles werden wir unten verlinken. Super. Ich freue mich. Es war mir wirklich ein Vergnügen und wir sind echt abgewichen von unserem Thema, gell, vor lauter. Und jetzt müssen wir halt vielleicht einfach mal eine zweite Folge machen. Genau. Ist doch auch also gut. Jederzeit gerne wieder. War ganz schön mit dir. Herzlichen Dank noch einmal. Ich danke dir. Tschüss. Tschüss. Schön, dass du heute mit dabei warst. Ich hoffe sehr, dir hat diese Folge gefallen und auch du hast Lust bekommen auf Wildpflanzen. Wenn du Freude beim Zuhören hattest, dann freue ich mich auch riesig über Herzen, Likes oder Sterne, je nachdem, wo du mir zuhörst. Und nun wünsche ich dir einfach alles, alles Liebe, eine ganz wundervolle Zeit in der Natur und natürlich viel Spaß und Genuss. Wenn nun Wildpflanzen einen Platz auf deinem Speiseplan bekommen. Deine Sandra.